Storytelling zum Thema Glaubenssätze. Der Fisch in der Flasche. Tief unten im Meer lebte ein kleiner Fisch namens Bo. Er hatte das Meer von oben gesehen, doch das ist eine andere Geschichte. Noch an diesem Tag verließ Bo den schützenden Schwarm seiner 10.458 Geschwister, damit er erforschen konnte, was Fische glücklich macht. Heute wollte Bo ausziehen und den immer fröhlichen Fisch besuchen. Er lebte auf einem Felsen, der extra nach ihm benannt wurde. Der Felsen des immer fröhlichen Fisches. Er informierte das alles umfassende Wasser über seinen Wunsch und schwamm seinem Herzen folgend los. Nach einem Tag und einer Nacht erreichte er schließlich den Felsen des immer fröhlichen Fisches. Er war ganz aufgeregt und aufgekratzt. Solche Gefühle hatte er früher im Schwarm nie gehabt. Er hielt gespannt Ausschau, wie der fröhliche Fisch wohl aussehen wird. Bo schwamm ein paar Mal um den Felsen herum. »Wen suchst du?« hörte er eine Stimme hinter sich. Auf einem Felsvorsprung lag eine gläserne Flasche. Darin schwamm ein Fisch umher. Sein Körper war zu groß, als dass er die Flasche hätte verlassen können. Der arme Kerl war offensichtlich darin gefangen. »Oh je«, stieß Bo aus, »wie bist du denn da hineingeraten?« »Hineingeraten? Ich bin gar nicht hier hineingeraten. Ich war doch immer schon da.« »Bist du etwa in der Flasche geboren worden?« »Ich weiß es nicht so genau, aber es könnte schon sein.« Bo überlegte eine Weile. Dann sagte er, »Meine Mama hat uns oft, wenn sich Feinde näherten, in winzige Öffnungen und durch winzige Felsspalten gescheucht. Vielleicht hat auch deine Mama, als du noch ganz winzig warst...« Bo sprach nicht weiter. Ein schrecklicher Gedanke ließ ihn verstummen. Vermutlich hatte seine Mutter ihn hier verstecken wollen und ihn dann vergessen. Bei über 10.000 Kindern konnte das schon mal vorkommen. Der kleine Fisch ist dann wahrscheinlich gewachsen und irgendwann nicht mehr aus der Flasche herausgekommen. Bo seufzte. Er hatte so viel Mitleid mit dem Fisch in der Flasche. »Wie heißt du?« wollte er wissen. »Oh, das weiß ich auch nicht, aber alle nennen mich den immer fröhlichen Fisch.« »Du bist der immer fröhliche Fisch?« fragte Bo völlig verwirrt. »Ja, vielleicht nennen mich die anderen so, weil ich halt immer fröhlich bin. Warum auch nicht? Ich habe ja alles, was ich brauche. Ich ernähre mich von vorbeitreibendem Plankton. Und bis jetzt wollte mich noch kein großer Fisch fressen.« »Na, wer will auch schon eine Glasflasche verschlucken?« überlegte Bo laut. »Wie du siehst, habe ich ein wunderschönes Leben hier auf dem Felsen.« »Aber du bist nicht frei«, erklärte Bo. »Frei? Was ist das?« »Naja, Freiheit bedeutet, dass du überall dorthin schwimmen kannst, wo du hin möchtest.« »Aber das kann ich doch, guck«, entgegnete der kleine Fisch. Er schwamm einige Zentimeter nach vorne und nach hinten und noch ein bisschen weniger nach rechts und nach links. »Ja, aber du kannst nicht wegschwimmen.« »Ich kann wegschwimmen, wenn ich will. Guck!« Bo klappte seine Seitenflosse weit aus. Dann stieß er sie kraftvoll gegen seinen Körper, sodass er viele Meter ins Meer hinausgeschleudert wurde. So weit, dass der Fisch in der Flasche ihn kaum noch sehen konnte. Dann kam er zurück. »Pah«, sagte der kleine Fisch, »das kann ich auch. Guck!« Er klappte ebenfalls seine Seitenflosse weit aus. Dann stieß er sie kraftvoll an seinen Körper und prallte hart gegen das Glas. Verdutzt starrte er Bo an. Dann versuchte er es noch einmal und noch einmal. »Hör auf damit«, schimpfte Bo. »Du bist in der Flasche gefangen. Basta!« Der kleine, immer fröhliche Fisch erstarrte plötzlich. »Ich bin hier gefangen?« sagte er ungläubig. Dann wurde er sehr traurig. Bo fragte sich, was er da angestellt hatte. Er verließ den Felsen des immer fröhlichen Fisches. Ein paar Tage später traf er seinen Freund Sammy, den Wal. Sammy kam viel herum und er erzählte Bo, dass die anderen Fische den Felsen nun umbenannt hätten. Sie hätten ihn den Felsen des immer traurigen Fisches genannt. Bo fühlte sich schrecklich. Er weinte. »Das ist alles meine Schuld«, schluchzte er. »Nun, du hast dem kleinen Fisch doch nur die Wahrheit gesagt.
Und das ist doch immer gut, oder? Ja, aber zu welchem Preis? War das richtig oder falsch? Schließlich beschlossen Sammy und Bo, den kleinen Fisch zu befreien. Sie schwammen zurück zum Felsen. Für Sammy war es kein Problem, die Flasche mit einem Stoß seiner Seitenflosse von dem Felsvorsprung herunterzuschubsen. Sie zerschellte in einem weiteren Vorsprung. Und der kleine Fisch war von nun an frei.